Moin Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft mit Contraplay. Ja, ich habe mir deinen Namen gemerkt. Nein, hast du nicht. Contraplays. Oh ja. I need Holz. And I have 30 Frames, warum auch immer. Ziemlich scheiße. Das geilste eh, kurz nachdem ich den Kanal erstellt habe, ist mir, oder das erste Mal Videos hochgeladen habe, ist mir ein viel besserer Name eingefallen. Welcher? Contra TV. Oh mein Gott. Hast du nicht in dem letzten Mal erwähnt, dass der Name schon belegt war? Ja, eigentlich iContra TV habe ich meinen Editing-Channel jetzt genannt. Ah. Ich hab 7 Holz. Ich hab 7 Holz, Daddy. Ich geh mal auf Futtersuche. Ich hab mein Holz schon in Wooden Planks gemacht. Wooden Planks. Ich geh auf Futtersuche, Daddy. Oh nein, das tust du nicht. Lol. Hier ist ein Muffin gewesen, hier lag ein Sapling rum. Oh. Friss Sapling, Bitch. Übrigens, ich spiel mit der Standard-Minecraft-Mucke bei mir. Ich wollte mir irgendwann meine Playlist zusammensuchen, aber kannst, hab dann doch... Ja, ich muss meine noch neu runterladen, deswegen... hier sind Berge. Muss ich meine noch im WHS neu machen, deswegen benutze ich dann die Minecraft-Musik. Ist aber auch nice eigentlich, finde ich. Wenn du deine Playlist machst, kannst du mir einfach den Namen von den Titeln sagen. Kann ich keine einfach komplette Playlist hochladen. Nee, musst du nicht. Doch, mach ich immer. Nur letztes Mal hab ich's vergessen. Hier sind Schwänchen. Schwänchen? Hier sind Schwänchen, Daddy. Schwänchen! Schwänchen! Stirb, Schlampe. Schweine sind voll scheiße geworden, die zu aufzuzüchten. Ja, man braucht Karotten. Aber welche hat dann, lohnt die sich voll? Auch wenn ich finde, Kühe lohnt sich immer noch mehr. Huch. Was tust du? Holz. Das Eisen und Kohle. Kohle. Brauchst du Stickies? Nee, ich brauche eine Workbench. Hier, warte, ich werf dir eine runter. Warte, nein, ich bin schon wieder oben. Bleib stehen, Schweinchen. Hast du diesen Epic Jump gesehen? Schmeiß mir die Workbench doch lieber runter. Ich bin gerade fast in meinen Tod. Warte, ich bin gerade in Rage. Wo? Das Schweinchen flüchtet durch den... Wo ist das Schweinchen hin? Wo ist die Schweinchen? Da. Paranormal Activity. Wie geil ist das denn? Das Schwein flüchtet unter dem Baum, das war es über dem Baum. Nice. Ich zeige ja Paranormal Activity. Was hast du schon? Bitch. Wenn du 3 Steine hast, gib mir mal welche ab. Ich hab 4. Dann gib mir mal 3 Stück. Gib mir auch mal 3 Stück. Bitte. Moment. Hör auf, ich bin fast tot. Steine. Ja, warte, ich brauche doch 6 Steine. Einen brauche ich noch. Danke. Komm ich jetzt wieder hoch? Da. Warte, ich kann einfacher einen Weg. Komm her. Ich bin oben. Warte, okay. Jetzt. So. Einfach noch eine Workbench gebaut. Man muss sparsam sein. George, das wissen. Wenn ich in Höhe bin, habe ich immer ein Stack Workbench dabei eigentlich. Ein ganzes Stack. Ja, ich mache mal einmal irgendwann ein ganzes Stack, den benutze ich immer, wenn ich in Höhe bin. Du bist so doof. Wieso? Warum soll ich abbauen? Das wäre viel zu unsicher. Uiuiui, Zombie, verpiss dich. Dann müsst ihr... Boah, ist das geil hier. Boah, geil. Komm mal her! Komm mal her! Ich hab grad einen Zombie umgebracht. Komm her! Ich komme! Hui, Lava. Buh. Leck mich am Arsch. Lol, da baue ich. Nein, in meinen Platz. Ich hab's zuerst gefunden. Ach, halt's Maul. Nippel jetzt gefunden. Nippel. Geil. Ich weiß nur nicht, ob ich oben oder unten bauen soll. Wo sollen wir bauen? Oben oder unten? Skelett. Ich gehe hier wieder. Das ist mir zu doof hier. Oh shit. Bitch. Ich überleg gerade, ich glaube, ich baue oben auf der Berge drauf. Suchst du mit mir einen Weg nach oben auf der Berge? Nee, ich baue unten in den Berge rein. Da kannst du ja kannst du ja unter mir bauen sozusagen, verstehst du? Ja, das wird zweistöckig, wird voll cool. Wir sollten uns Bett suchen.
Wir sollten uns Beds machen. Platz zu überleben suchen. Komm, wir gehen jetzt auf die Berge und bauen uns irgendwo so ein kleines Lägerchen auf. Ruckel. Jetzt in den Workbench hin, mach da ganz viele Fackeln rein und lass mich dann erstmal von den... Wow, hier sind gar keine Skelette diesmal. Oh doch, ein Zombie und ein Creepermann. Creepermann. Ach, hier geht's hoch. Oh mein Gott, ein Zombie steht vor mir. Mein Schwert. Zombie! Hat. Wie lange musst du eigentlich gleich essen gehen? Und ich war mal Jump'n'Run-Profi. Und ich schaff's nicht mal mehr, einen Block um die Ecke zu springen. Alter, ich schaff's nicht mal mehr, Blöcke hochzuspringen gerade. Oh, ai, 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 ai. Warte mal. Spreng da was, Creeper. Dankeschön. Was hat er für dich gesprengt? Ach, so ein paar Blöcke. Ja. Wenn man Erde braucht, ist das die schnellste Methode. Ganz viele Schwänchen. Methode. Ich finde eigentlich am Aufzug leichtesten sind Hühner und Kühe. Nur weil ich Kühe mehr mag, weil die sich schneller vermehren. Hm. Weil die ja eben auch im Eier liegen und so. Gibt Hühnchenfleisch nicht mehr als... Nein, die bringen nur die bringen ein bisschen weniger. Echt? Drei Stück bringen die nur, aber es reicht völlig. Ich finde sowieso die beste Nahrungsquelle... 1.8 so, dass es mehr gab? Ja, war mal so, aber das haben sie umgeändert. Weil, weil dann ja die Eier kamen, dass man die aus Eiern kriegen kann. Oh, hier oben ist alles, ich bin oben, hier ist alles voller Schwänchen. Und ich baue mir jetzt eine weitere Workbench. Aber ich habe jetzt hier mal Fackeln hingemacht. Ich habe einen kleinen Gravel-Turm hier. Ich brauche ganz fair. Nein, ich habe sogar meine eigene private Höhle hier. Der Wahnsinn. Nein, die Höhle geht ungefähr 5 Blöcke, dann hört sie auf. Aber hier kann ich mal reinbauen. Gute Sache. Ich bin oben auf der Berge drauf. Der Berge. Ich muss gerade rohes Schweinefleisch essen. Schande über mich. Du Baba. Ich bin der Bebe. Bebe. Guck mal, jetzt baust du extra die Workbench ab. Oh, bist ja ein ganz Lieber. Wo bist du gerade? Ich versuche über dich zu kommen. Du bist fast über mir. Ganz viele Schwänchen. Einerseits brauche ich Schweinefleisch, andererseits habe ich keinen Bock, dich nochmal zu sehen. Boah, hier ist der gleiche baue ich, oder? Warte, ich gehe weiter hier lang. Ich gehe weiter hier lang. Da oben sind hier baue ich. Boah, hier baue ich. Was? Da oben sind drei Schwänzen und da müsstest du es nicht sehen. Das ist ja gut, ne? Meine so. Frage, meintest du diese Schwänchen hier? Die auf dem anderen Ding da. Wo bist denn du gerade? Ich bin immer noch unter dir. Ach, die da, du Arschloch. Ich warte, ich werf sie dir runter, komm her. Warte, ich hab selber ein Fleisch. Oh, jetzt hab ich's getötet. Bin schon wieder fast voll. Sterbt! Sterbt! Okay, jetzt komm, müsstest du da hinkommen. An den Ding auf der Zwischenebene, verdammt. Komm mal hoch! Warum soll ich da hochkommen? Keine Ahnung, allein. Du kannst, baust du jetzt da unten in den Berg rein, oder wie? Ja. Ich baue hier oben nämlich so lang. Lol, da ist ja noch so ein extra Ding. Ach, cool, dann kann ich mal Balkon reinmachen. Alter, Alter, du musst mich hoch. Ich verhungere! Hier. Wow, Creeper! Ich habe einen Ofen. Ich habe 24 Feinfleisch. Ich habe noch eins gehabt. Aber das reicht mir. Stein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da, Workbench. So, ich brauche jetzt Stein und Kohle. Kohle habe ich? Geil, ist das mal... Kohle habe ich auch. Aber ich brauche viel Kohle. Jetzt habe ich wieder 60 Frames. Das ist wie in Battlefield 3. In Battlefield 3 habe ich auch mal eine Zeit lang 30 und dann wieder 60. Das liegt irgendwie wahrscheinlich an Fraps. Ich weiß nicht, an was. Ey, weißt du, was ich lustig finde? Alle machen Battlefield Play for Free runter, weil das finde ich scheiße. Aber es ist der beste, eigentlich der beste Free-to-Play-Shooter, den es gibt. Wenn man es so sieht. Na, ich finde, es gibt bessere. Free-to-Play-Shooter? Mhm. Nimm mir einen mit Fahrzeugen. Okay, Fahrzeuge vielleicht nicht. Aber wenn es nur auf Free-to-Play-Shooter ankommt, dann, ich finde Bullet Run ziemlich nice. Und Blacklight Retribe. Boah, das ist auch geil, aber ja. Das kann man, glaube ich, das richtig geil. René programmiert gerade ein eigenes Spiel.
cool. Ist Planetside eigentlich. Ist Planetside noch Free to Play? Ich weiß gar nicht. Ja, das ist Free to Play jetzt geworden. Ich weiß aber auf seinem. Er hat schon das erste Preview davon, aber nicht wundern, dass es ruckelt. Das ist so. Ich kann ja mal die Story erzählen. Es ist am Kino und wenn du auf Toilette bist, werden alle zu Zombies und musst dich dann durchkämpfen und überleben. Cool. Das macht dafür 50 Cent bei Steam rein wahrscheinlich. Wir bekommen es alle kostenlos. Ja. Also ich bekomme es kostenlos und schick's dir dann. Nice one. Also hier oben ist voll die geile Formation. Hier brauchst du ganz viele einzelne Gebäude, die so mit Brücken verbunden sind. Ich baue dort unten ein Mega-Porno-Haus rein. Megapornös. Das ist voll. Das wird dann voll elefantös. Oh ja. Yeah. Und der Chemielehrer vom Kumpel ist so, das ist dann voll elefantös und so. Gehst du dir heute mal. Krieg mal an. Ah! Was ist gerade? Synchron? Ja. Synchron explodieren oder was, du? Gehst du eh? Heute schreiben wir LK-Klausur. Da haben wir, wo unser Kunstlehrer auf sich die letzte Stunde der Arbeit. Dann sind da draußen so kleine, laute Kinder, der geht raus. Haltet die Fresse, verdammt nochmal, die Witzklausur geschrieben. What the fuck sind hier viele Viecher? Nochmal ein Gräber. Weißt du, nochmal ein Gräber. Wenigstens spawnt hier was. Ich habe letztens mit einem Freund auf dem Survival-Server gespielt, das spawnt nichts. Wir haben, glaube ich, 4 Stunden gespielt, bis wir ein Skelett gefunden haben oder so. Alter, was ist hier passiert? Ich habe ein paar Creeper hochgejagt. Hier kommt eh überall Holzboden rein. Guck mal her, ich kann jemand von unten mal zeigen, was ich bauen werde. Hier oben so, da oben auf der, die eine Säule ein Haus, auf die andere Säule ein Haus, dann alles so mit Brücke verbinden. Ist das nicht cool? Ist so eine Hängebrücke? Ja, mit so Hängebrücke hier alles verbinden. Guck mal zum Beispiel von der Säule zu dem Berg. Boah, mega geil. Hast du Fleisch? Es duftete schön, wie ein Aschen, wie ein Schnitzel, wie eine Rat. Was hast du denn da so im Ofen? Gut. Ich habe mal 2 Steine genommen, dafür bekommst du 2 Fleisch. Okay. Muah! Scheiße! Es geht wieder hoch. Verdammt, hochzukommen ist schwieriger als runterzukommen. Ja, das glaube ich. Also, was muss ich hier noch machen? Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich in der ersten Folge hier mit fertig werde. In der ersten Aufnahme noch können gut sein. Weißt du, wie lange René und ich letztens aufgenommen haben? Wir haben irgendwie 6 Stunden aufgenommen einmal. Das ist immer, wenn du einfach vergessen, die Aufnahmetaste zu betätigen. Ne? Egal, dann haben wir es. Das ist halt unsere private Map geworden. Verstehst du? Okay, bei mir kommt jetzt irgendjemand heim. Versuch's bei dir Futter. Ja, bald. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mir eine Schaufel machen. Ich wollte mir 2 Schaufeln. Es wird Tag. Na, jetzt schon? Ja. Der Wahnsinn, Daddy. Boah, hier ist alles voller Schweine. Oh, hier ist kein einziges mehr. Das waren Blumen. Oh. Na, jetzt muss ich ja die ganze Erde abbauen in dem Ding hier. Kacke. Kacke, Daddy. Boah, wie geil. Du musst ja mal hochkommen, wie geil das hier oben ist. Junge. Das ist voll geil, du. Bei mir ist das viel geiler. Alter, ich habe vorhin gerade einen Platz gefunden, wo du bauen könntest. Komm, Scher. Ich bin gerade mit Erde abbauen beschäftigt. Obwohl, von deiner Höhle könntest du dahin durchstoßen. Ich mag durchstoßen. Ja, ja. Oh, Marvin, warum magst du mich nicht mehr? Hat so seine Gründe. Okay, die Wand sieht schon mal besser aus. Ich hätte da oben vielleicht noch eine Fackel reintun sollen. Ich bin ein Volltrottel. Volltrottel! Ich hoffe, das hört man jetzt nicht, wie meine kleine Schwester ja gerade durchs Haus rennt. Harry, ha ha ha! Da, 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 da.
mach mir jetzt 16 Fackeln und geh nochmal in die Höhle da unten rein.